Wendung an den Seil ziehen, dann streckt ihr Beine hoch und das Seil festhalten. Nach der langen Winterpause. Seht ihr, dass der Olli ganz schön Speck angesetzt hat über die Winterpause? Ja. Zu viele Drachenkekse. Doch, Olli. Aber das ändern wir wieder. Dir geht's gut? Wunderbar. Großartig. Schön, dass ihr alle da seid. Aufgerückt seid ihr auch alle schon ein bisschen. Das ist wunderbar. Das sah vorhin noch ein bisschen anders aus. Aber ihr habt alle einen Platz gefunden. Ihr seid alle aufgeregt. Ja. Hier auch, um ganz ehrlich zu sein. Ich freue mich, mein Name ist Martin und ich freue mich zusammen mit Legoland Girl. Hallo Legoland Girl und Olli. Heute euch begrüßen zu können zur Eröffnung unseres neuen Lego Mythica Bereiches. Hinter mir seht ihr schon den verhüllten Eingang. Wir sind alle mächtig gespannt, was sich dahinter verbergen wird. Ich kann euch versprechen, es ist spektakulär, es ist eine fantastische, mythische Parallelwelt, die wir dahinter in den letzten Monaten geschaffen haben. Und da ich weiß, dass ihr alle aufgeregt seid, dass dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen kalt ist, höre ich jetzt gleich auf zu reden und freue mich, dass ich das Wort jetzt gleich an Manuela und Ida übergeben darf. Ida kennt, glaube ich, der ein oder andere schon. Hi Ida. Hallo Manuela. So, Ida ist nämlich 12 Jahre alt und war für uns als Legoland Kinderreporterin schon das eine oder andere Mal auf der Baustelle unterwegs. Du hast es schon gesehen, Glückliche. Die, die jetzt Ballon gefahren sind, haben es auch schon gesehen, auch Glückliche. Ihr habt das schlau eingefädelt. Ida. Ich freue mich, dass ich heute zur Eröffnung dabei sein will. Als professionelle Reporterin habe ich ein bisschen mit Manu auch ein paar Fragen vorbereitet. Hallo liebe Ida, ich freue mich riesig, dass du jetzt heute auch wieder dabei bist. Aber vor allem bin ich total gespannt, was du zum Themenbereich jetzt sagst, wenn er fertig ist. Also die Ida war ja hier und die hat sich das auf der Baustelle angeguckt und hat unseren Projektleiter eben auch interviewt. Und von dem her... Ja, bin ich ganz gespannt, was du jetzt dann sagst. Wie geht es dir jetzt gerade in diesem Moment, wo wir vor dem verhüllten Portal stehen und gleich die fantastische, mythische Welt von Lego Mythica betreten? Nach all dieser Arbeit und ja, dem ganzen Herzblut, was das ganze Legoland Deutschland Team und alle, die mitgeholfen haben, da reingesteckt haben, ist das eine riesige Ehre, eine große Erleichterung, das Land jetzt auch eröffnen zu dürfen. Und für mich als Geschäftsführerin ist es der erste große Bereich, den ich im Park eröffnen darf in meiner neuen Rolle. Von dem her freue ich mich unglaublich darauf jetzt und kann es auch kaum erwarten. Also das ist eine super Frage, ganz, ganz klar auf die Achterbahn. Es ist toll, dass wir diese neue Achterbahn haben, unseren Wing Coaster.
Wir haben eine Helix-Drehung, das ist einmal eine Spiraldrehung, zwei Überkopffahrten. Also spektakulär, es macht richtig Spaß, richtig Laune, diese Bahn zu fahren. Zusätzlich gibt es dann noch zwei Drop-Towers für die Geschwisterkinder, würde ich jetzt so sagen. Aber auch zum Bauen darf natürlich nicht fehlen. Und vor allem haben wir 14 unglaublich schöne Lego-Modelle. Also ihr könnt euch alle darauf freuen. Die müsst ihr euch alle unbedingt angucken. Insgesamt haben wir 1,5 Millionen Steine dort verbaut. Wir haben sie nicht genau gezählt, aber ich vertraue jetzt den Modellbauern. Und von dem her, liebe Gäste, will ich euch ja jetzt auch nicht länger warten lassen. Ida, was sagst du? Ja, wollen wir zur offiziellen Eröffnung übergehen. Was sagt ihr? Ja! Das war eindeutig. Oh, liebe So, liebe Gäste, nachdem das Legoland schon 10 Themenbereiche hat, ihr dort ganz, ganz tolle Erlebnisse hattet und wirklich Erinnerungen geschaffen habt, haben die Ida und ich heute die große Ehre, den 11. Themenbereich, nämlich Lego Mythica, mit einzusetzen und gleich zu eröffnen. Wunderbar! Könnt ihr schon was sehen? Was seht ihr denn? Was ihr noch nicht seht, ist der Maximus, der ist da hinten. Das ist das größte Modell. 700.000 Legosteine. Manu, du hast sie nachgezählt, oder? 86.000. Okay. Die Modelle haben nachgezählt. Fast 700 Steine. So, wollt ihr jetzt alle Maximus? Ja! Wollt ihr Freefall Tower? Ja! Wollt ihr in der Kria Zoom gleich, wenn ihr reinkommt, links dürft ihr euch heute alle so einen kleinen Box bauen und dürft ihn mit nach Hause nehmen, wenn ihr wollt. Ihr könnt ihn auch da lassen, wir freuen uns auch. Hauptsache, ihr habt sie zusammengebaut. Dann sag ich jetzt und jetzt herzlich willkommen in Lego Mythica. Viel Spaß!